Trompete oder Posaune sind eigentlich gar keine Blasinstrumente, sondern es sind Lippentoninstrumente. Einfach hineinblasen, da entsteht kein Ton. Wenn ich aber meine Lippen zum Schwingen bringe, dann entsteht ein Ton. Ja, man bläst nicht einfach volle Kanne eine große Luftmenge, die vorne aus dem Schallbecher herauskommt, sondern man zerteilt mit den Lippen einen dünnen Luftstrom periodisch. Ja, Blasinstrumente sind auch keine Virenschleudern, was ich euch mit einem kleinen Experiment zeigen will. Vergleicht mal die Beispiele. Wenn ich rede mit Mund-Nasen-Schutz, wie sich das zurzeit gehört, dann sieht man, auch wenn ich huste oder über Trompete und Posaune rede, Posaune, dass sich nichts bewegt, so gut wie gar nichts. Wenn ich ganz normal spreche, dann bewegt sich die Luft. Und wenn ich über die Trompete oder über die Posaune rede, dann kann ich auch Kerzen ausblasen. Und die Frage ist, wie schaut es nun mit den Luftverwirbelungen aus? Um das zu überprüfen, nehme ich mal ein bisschen Mehl hier auf die Handfläche und huste mal in den Gefährdungsraum vor mir. Und zum Vergleich mal Mehl in den Schallbecher. Ja, und das Resümee jetzt. Ich denke, dass meiner Meinung nach Husten dreimal so gefährlich ist wie Trompete spielen. Und bitte mindestens 1,50 Meter Abstand von jedem, von jeder gefährlichen Hustenkandidatin. So, und hier nun ein echtes Blasrohr. Mundrohr plus Mundstück, das sich schön verengt.